Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind mit dem Oni unterwegs. Ich glaube, es ist meine zweite Runde mit ihm überhaupt. Ich habe Angst vor dem Oni. Nicht nur, wenn ich gegen ihn spiele, sondern auch, wenn ich mit ihm spiele. Weil ich das einfach nicht kann. Oh, really? Oh. Ich habe vor 2 Wochen erzählt. Diese Problematik mit den ganzen Disconnects, es ist halt leider immer noch das Gleiche, weil ich das auch an einem Stück aufnehme. So, Uni böse gleich. Sogar noch hängen geblieben. Okay. Das ist schade. Aber so können wir wenigstens ein bisschen das Sprint üben. Oh, ich bin schon wieder. Ich nehme mich jetzt nicht nochmal. Ich brauche die andere. Wow. Ich stand hinter ihr und verkack's trotzdem. Okay, wir üben. Übungsrunde. Sie guckt nicht nach hinten. Sie rennt nach oben. Sie guckt auch nicht nach unten. Ja, das ist halt jetzt echt von ihr auch doof gewesen, muss ich sagen. Ich hänge sie wieder dort hinten, wo Mac grad hing. Weil dort haben wir Blutbubbles. Dann kann ich die gleich einsammeln. Wobei unser Sprint gleich, also unser Zorn gleich schon wieder voll ist. Und wir üben wieder. Auf. Mein Zorn ist dann zwar jetzt vorbei, aber wir kriegen das so schnell wieder voll. Hier drüben haben wir einen Blutbubble. Nehmen wir mit. Eigentlich will ich jetzt nicht dort hinter, weil dort haben sie sich gerade gerettet. Aber wenn ich jetzt zu nett spiele, dann entkommen die noch. Doch ein böser Killer. Aber sie hängt so jetzt so voll in der Mitte. Das ist Jill. Ich will die Mac. Jill geht retten.
Okay. Ich glaube, denen geht's gerade wie mir. Sie versuchen zu mindgame, aber mindgame sich dabei eigentlich selber. Und rennen dann dem Killer in die Arme. Achso, ich brauche Blutbubbles. Entschuldigung. Danke. So. Übung macht den Meister. Hier hat wer rumgeheult. Die hing aber gerade, oder? Die hier rumheult. Die Jill kann man nehmen. Auf dem Hügel ist wer? Okay, die haben keinen Bock mehr. Ja, gut. Es wird wieder eine Premium-Runde. Oh, es tut mir leid, aber ich hab... Ich muss die Runden halt leider nehmen. Sie kämpft nicht. Sie wird sich jetzt sterben lassen am Haken. Also sie wird nicht kämpfen. Wird die Skillchecks einfach nicht machen. So. Das ist chill. Ich weiß nicht, ob das anders gelaufen wäre, wenn Bill nicht disconnected hätte. Jagdpunkte. Ist nicht schlecht. Warum geht sie von dem Bus weg? Sie hätte dort doch noch die Palette. Oh, die Armen. Irgendwie tun sie mir auch schon leid, weil ich weiß, wie doof solche Runden sind. Wo die Mates einfach disconnecten und du eh keine Chance hast. Und mich wundert's ja, dass Lee, Jin Lee, mir noch nicht hinterhergerannt gekommen ist, weil sie hat ja auch quasi aufgegeben. Die hat sich ja umlatzen lassen. Die haben sich geheilt anscheinend. Das Blutbübbel da oben. Voll süß. Gut. Dann. Gut. War der andere jetzt auch hier? Ah, naja, er kriegt die Mac die Chance auf die Luke. Was soll's?
Wäre schon cool gewesen, wenn wir jetzt den Sprint ready hätten. Wir würden recht gut über die Map kommen. Und eventuell die Luke hören. Aber, ja. Wenn es rauskommt, kommt es raus. Vielleicht kriegen wir unseren Hut noch mal ready. Der Dylan hat mega einfach Angst. Ich höre gar keine Luke. Nirgendwo. Oh, mein OBS zeigt Codierungsprobleme an. Mensch! Ich hoffe, das Video ruckelt nicht bei euch. Dann war es vielleicht erst doch mein OBS, was gemeckert hat. Können wir sie gehen lassen? Die Ausgänge sind halt für uns mega gut. Lassen sie gehen. Wir hatten immerhin einen Disconnect dabei. Und Mac hat nochmal gerettet, obwohl Yujin Lee schon längst aufgegeben hatte. Ja. Schade. Hätten wir ein Bild dabei gehabt, wäre es ein bisschen spannender gewesen. Hat er direkt aufgegeben, nur weil ich ihn als erstes geschlagen habe. Oh, das kleine Memme. Aber wir haben eine Runde ohne gespielt. Und die war gar nicht so schlecht. Meine Mates waren ja auch meinem Level angepasst. Ja, wir sind durch für heute. Ich danke euch fürs Zugucken. Vielen Dank fürs immer wieder einschalten. Bleibt gesund. Wir sehen uns sehr gerne in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Bye bye, adieu und schön mit Öl.